Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zweiter Tag. Komm, o Geist des Verstandes. Der Bestand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Johannes 14,26. Wie wittert es oft dem Erlöser, dass seine Zuhörer, ja nicht einmal seine eigenen Jünger, seine Worte und Absichten recht verstanden. Manches wollte er ihnen auch noch nicht offenbaren, sondern erst durch den Heiligen Geist mitteilen. Der Geist des Verstandes lässt uns die göttlichen Wahrheiten besser verstehen, sie tiefer erfassen. Seinem Licht verdanken wir es, wenn uns die verborgenen Tiefen der übernatürlichen und selbst der natürlichen Erkenntniswelt in hellem Licht aufstrahlen. Um dieses Gnadenlicht müssen wir aber innig bitten, denn nur den Demütigen, den gelehrigen, aufgeschlossenen Seelen offenbart sich Gott. Wie wichtig dieses Wachsen an Erkenntnis, dieses tiefere Eindringen in die unerschöpflichen Reichtümer unseres Glaubens ist, sagt der bekannte Pater Mommen-Ninsen. Das Seelenleben der meisten Menschen, auch vieler gläubiger Christen, bleibt vor allem darum so matt und träge und unfruchtbar, weil sie sich nicht genug bemühen, um Erkenntnis und Durchdringung der Glaubenswahrheiten, weil sie darin keine Fortschritte machen. Wir kommen nicht voran in der Liebe zu Gott, ohne ein Fortschreiten in der Erkenntnis Gottes. Wodurch gelangen wir aber zu einer größeren Gotteserkenntnis? Zu dem Gebet um die Gabe des Verstandes muss das eigene Bemühen kommen. Wir müssen Gottes Wort hören, die Heilige Schrift besser kennenlernen, eine Gesamtdarstellung der Glaubenslehre lesen, um ihre inneren Zusammenhänge zu sehen, müssen die Geschichte der Kirche lesen, in der uns das Walten des Heiligen Geistes offenbar wird. Sollte es wirklich nicht möglich sein, täglich wenigstens 5 Minuten der religiösen Weiterbildung zu widmen? Gebet. Verleihe, wir bitten, allmächtiger Gott, dass der Glanz deiner Klarheit über uns erstrahle und dass das Licht deines Lichtes die Herzen der durch deine Gnade Wiedergeborenen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes befestige. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Leitgedanke, ich will heute darüber nachdenken, welche Lücken in meinem religiösen Wissen ich ausfüllen muss und wie ich das tun kann. Stoßgebet. Komm, Heiliger Geist, erleuchte die Herzen deiner Gläubigen. O Maria, erflehe mir die Gabe des Verstandes, die mich in alle Wahrheit einführt. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.